Es ist Dienstag, der 4. April 2017. Herzlich willkommen zu Huskies TV zum heutigen Spiel der Löwen Frankfurt gegen die Kassel Huskies. Und es steht in der Serie jetzt 2:0 für die Löwen. Und ob wir zurückgekommen sind und das 2:1 gemacht haben, sehen Sie jetzt in den Highlights. Mit dem Rücken zur Wand stehend aufgrund der Niederlagen in den ersten beiden Spielen traten die Kassel Huskies zum Playoff-Halbfinale Nummer 3 in der Frankfurter Eissporthalle an. Von Beginn an waren es die Löwen, die mächtig Druck aufbauten und ein Angriff nach dem anderen auf das Tor von Markus Keller fuhren. Die Huskies sahen sich zunächst in ihre eigene Defensive gedrückt. Bereits nach wenigen Minuten verpassten Stretch per Bauerntrick und Brett Breitkreuz per Schlenzer den Torerfolg. Auch aus dem Slot heraus fand die Scheibe keinen Weg ins Tor. Tilly, Stretch und Brett Breitkreuz fanden ihren Meister in Huskies Goalie Markus Keller. In den zweiten 10 Minuten zeigten sich die Schlittenhunde häufiger im Angriff. Der bis dato nahezu beschäftigungslose Löwenschlussmann Brett Jäger hatte aber alles im Griff. Selbst einen Schlagschuss von Adriano Gaggiola stellte ihn vor keine Probleme. Nachdem Nils Liesegang nach einer Viertelstunde aus dem rechten Bullikreis knapp vorbeizielte, machte er es aus der identischen Position 30 Sekunden später besser und überwand Markus Keller mit einem Handgelenkschuss ins Eck zur verdienten 1:0 Löwenführung. In der 17. Spielminute gelang Kassel beinahe der Ausgleich. Gaggiola verpasste jedoch den Abpraller nach Downings Hammer. Nachdem kurz darauf Joel Keusen freistehend am heute bärenstarken Keller scheiterte, durften die Huskies wenig später erstmals jubeln. Braden Pym nahm einen Rückhandpass von Drew McKenzie freistehend vor dem Tor auf und setzte den Puck trocken zum 1:1 Ausgleich unters Dach. Vor der ersten Pause hatten die Südhessen noch eine gute Möglichkeit auf den Führungstreffer. Markus Keller vereitelte jedoch die Chance von Richard Müller. Der Mittelabschnitt verlief ähnlich wie das erste Drittel. Die Löwen machten ordentlich Dampf, die Huskies verteidigten mit Mann und Maus und Markus Keller entschärfte alles. Und wie bereits im ersten Durchgang kamen die Schlittenhunde nach knapp 12 Minuten besser ins Spiel. Vor allem Adriano Gaggiola tauchte immer wieder gefährlich vor Jäger auf. So waren es die Löwen, die doch noch zubissen. 8 Sekunden vor der Sirene verwertete Lukas Laub einen Rebound nach Karts Schuss zum 2:1 für Frankfurt. Unglücklich zu diesem späten Zeitpunkt aus nordhessischer Sicht, aber insgesamt sicherlich nicht unverdient. Zu Beginn des Schlussabschnitts belauerten sich beide Teams zunächst. Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Möglichkeiten auf den Ausgleich waren aber da für die Huskies. Aber an diesem Abend kamen die Schlittenhunde nicht mehr an Jäger vorbei. Maginot, Ritter und Meilleur scheiterten gleich mehrfach an ihm. Knapp 2 Minuten vor Ende entschieden die Gastgeber dann das Spiel. Lukas Laub erarbeitete sich hinter dem Kasseler Tor den Puck, zog vor den Torraum und markierte hoch den 3:1 Endstand. Ich glaube, von dem ersten Pfiff an waren wir nicht im Spiel. Wir haben Glück, dass die Markus Keller im Tor uns gerettet hat und die Chance gegeben, uns im Spiel immer zu bleiben. Frankfurt wird viel stärker für uns. Wenn wir so spielen, wird es vorbei am Freitag. Aber das ist nicht das Ziel. Wir werden sicherlich alles geben, am Freitag diesen Spiel, diese Serie zu verlangen. Die Playoffs sind one game. Im Moment, jeder sieht die 3:0, was Fakt ist. Aber wir sehen, das ist ein Spiel. Und im Moment ist das nächste Spiel, letzte Spiel wird die wichtigste sein, jetzt ist das nächste Spiel die wichtigste. Wenn man fängt dann zu denken, ja, we're down 3-0, how are we going to do this, dann kommst du nicht raus. You got to look at the playoffs as a one-game deal, that's what it is, and that's what we need to look at. Ja, und das waren die Highlights vom heutigen Spiel. Begrüßen tue ich jetzt Corey Mapes. Corey, jetzt liegen wir in der Serie 3:0 zurück. Es ist trotz allem nichts verloren. Die Löwen Frankfurt sind verdammt stark, aber wir wollen auf jeden Fall noch zurückkommen in der Serie. Da müssen wir jetzt am Freitag anfangen. Ich denke, es bringt jetzt nichts groß, langfristig zu denken. Wir denken jetzt einfach von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel. Und der erste Schritt ist einfach am Freitag hierher kommen, volle 60 Minuten oder länger
100% sogar noch mehr Gas geben und dann natürlich als Gewinner vom Eis gehen, um wieder zurück in der Serie zu sein. Ja, das hören wir gerne. Wir wünschen euch dafür verdammt viel Glück. Das werden wir brauchen. Und alles Gute für Freitag. Danke. Nochmal danke für die Unterstützung von den Fans in Frankfurt. Die war echt stark. Ich hoffe natürlich, dass es am Freitag volles Haus gibt, weil wir brauchen natürlich auch die Fans, die uns nach vorne peitschen, weil nur zusammen können wir da am Freitag das Ding noch reißen. Danke. Alles klar. Dankeschön. Ja, immer dran denken, Huskies geben niemals auf. Unser nächstes Heimspiel, Spiel Nummer 4 am Freitag, den 7. April um 19.30 Uhr in der Eissporthalle in Kassel. Das Spiel wird wie immer live bei Spray TV übertragen. Für Sie aus der Eissporthalle Sven Breiter für Huskies TV.